Wie ist denn die Lage in Deutschland? Die Lage, die allerdings der Reichskanzler von diesem Platz aus nicht dargelegt hat. Ein Heer von nahezu 5 Millionen Arbeitslosen zeichnet den Weg ihrer Politik. Ein Bauernstand, der in den Ost- und Nordprovinzen schon zur offenen Rebellion übergegangen ist, zeichnet ihre Politik. Ein zertretener Mittelstand, der nicht mehr weiß, von einem Tag an den anderen zu kommen und durch einen unerhörten Steuerdruck zu Tode gepresst wird. Das ist das Ergebnis ihrer Politik. Das Reich ohne Kredite und ohne Geld, die Länder vom Reich geknebelt und nicht mehr zu den primitivsten Aufgaben in der Lage, die Städte vor dem Bankrott, die Hauptstadt Berlin schon heute im Begriff, ihren Besitz zu verscherbeln, um am Ende des Monats ihre Beamtengehälter bezahlen zu können. In den Reichsfinanzen ein größer und größer werdendes Loch, ein Defizit, das sich nicht mehr zustopfen lässt, das nicht mehr zu erledigen ist. Der Sozialetat auf allen Gebieten abgedrosselt, die sozialen Errungenschaften allüberall abgeschafft. Und dann der Lohnraub auf allen Gebieten, Schiedsbrüche, die dem Arbeiter zu wenig zu leben und zu viel zum Sterben geben. Und dann als Ergebnis ihrer Politik nach außen hin ein Einversager nach dem anderen, Polen vor den Toren Oberschlesiens, das Deutschland von heute abgerüstet einer waffenstarrenden Welt gegenüber. Das ist das junge Deutschland, das der Reichskanzler allerdings nicht geschildert hat. Dass er allerdings damit zu verdecken strebt, indem er erklärt, ich habe nicht die Absicht, hier programmatische Erklärungen abzugeben. Nein, Herr Reichskanzler, es ist nicht wahr, wenn Sie heute der Opposition den Vorwurf machen, Sie wolle eine Katastrophe. Die Katastrophe brauchen wir nicht zu wollen, die haben Sie herbeigeführt. Was uns von Ihrer Politik unterscheidet, ist, dass wir den Mut haben, eine Katastrophe eben eine Katastrophe zu nennen, dass wir den Dingen den richtigen Namen geben. Sie können sich vielleicht darauf berufen, dass wir erklären, jedes Land hat derartige Krisen durchgemacht. Und jedes Land ist über derartige Krisen, wenn die Volkseinheit bewahrt worden ist, hinübergekommen. Dass die Krise besteht, das ist doch nicht der Gegenstand unserer Kritik. Dass aber ein System weiter besteht, das vor anderthalb Jahren Segnungen und Frieden und Freiheit und Schönheit versprochen hat, und dass dieses System diese Krise heute festsetzt und weiter in Amt und Würde und Macht befindet, das ist es, was wir bekämpfen. Allerdings sind ähnliche Krisen auch über andere Völker hereingebrochen. Aber erst dann konnte ein Volk zur Überwindung der Krise schreiten, wenn das System, das die Krise verursacht hatte, abtrat und denen Platz machte, die gegen die Krise Protest erhoben hatten. Nach ernster Prüfung habe ich mich entschlossen, mich dem deutschen Volke für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Alte Soldatenpflicht verlangt von mir, in unserer schweren Zeit auf meinem Posten zu verharren, um das Vaterland vor Erschütterungen zu bewahren. Der Umstand, dass die Aufforderung an mich aus allen Schichten des Volkes gekommen ist, macht mir den schweren Entschluss leichter. Denn nur auf der Grundlage vollster Unparteilichkeit und Unabhängigkeit habe ich die Kandidatur übernommen. Ich habe es abgelehnt, irgendwelche Bindungen nach der einen oder nach der anderen Seite einzugehen. Ich will, wie bisher, auch im Falle meiner Wiederwahl, der Treuhänder des ganzen deutschen Volkes sein, und nicht der Beauftragte einer Partei oder einer Parteiengruppe. Nur Gott, dem Vaterland und meinem Gewissen will ich verantwortlich sein. So habe ich es bis jetzt gehalten und so werde ich auch weiter handeln. Wie bisher in meinem Leben, so werde ich, falls ich wieder gewählt werde, auch in der Zukunft mit allen Kräften Deutschland dienen, um ihm nach außen zur Freiheit und Gleichberechtigung, nach innen zur Einigung und zum Aufstieg zu verhelfen. Die deutsche Würde und Ehre zu wahren
und gegen Angriffe zu schützen, wird stets meine vornehmste Aufgabe sein. Für mich gibt es nur ein wahrhaft nationales Ziel, Zusammenschluss des Volkes in seinen Existenzkampf, volle Hingabe jedes Einzelnen in dem harten Ring um die Erhaltung der Nation. Dazu verhelfe uns. Die ersten Vereine bildeten sich in den 80er und 90er Jahren, als wegen einiger aufsehenerregender Prozesse, zum Beispiel Ermordung des Nachtwächters Braun durch die Eheleute Heinze, sich die Öffentlichkeit und noch mehr die Kriminalpolizei mit dem Treiben der Berliner Zuhälter beschäftigte. Die Zuhälter schlossen sich damals in Gruppen zusammen, gelobten sich Schutz und Hilfe gegen die sie verfolgenden Beamten und gegen Entgleisungen ungetreuer Dirnen. Insbesondere wurde bei Strafverfahren gegen Zuhälter aus Vereinsmitteln ein tüchtiger Verteidiger gestellt. Weiter wurden in Zeugenkreisen vorsichtige Verdunkelungen besorgt und schließlich der festgenommene Kollege mit Liebesgaben und sonstigen Tröstungen bedacht. Diese Wohlfahrtseinruder erhielt eine Summe aus der Vereinskasse, damit er vor der Hand etwas zum Leben hatte. Eventuell wurde er auch bei gewissen Schankwirten als Kellner, Geschäftsführer und andere untergebracht, bis eine neue Frau die weitere Sorge für den Bruder übernahm. Damit die Öffentlichkeit und die Polizei von dem Bestehen und den Bestrebungen der Vereine nichts gewahr wurde, wurden möglichst unauffällige, harmlose Namen gewählt und der Zweck verschleiert. Die Mittel zur Durchführung ihrer Bestrebungen zogen die Vereine aus außergewöhnlich hohen Eintrittsgeldern, Mitgliederbeiträgen, Strafgeldern und öffentlichen Vergnügungen. Zurzeit bestehen in Berlin etwa 50 Vereine dieser Art, von denen die größeren in drei Verbänden zusammengeschlossen sind. Zu dem ältesten Verband, Ring Groß-Berlin, gehören unter anderem die Vereine Königstadt 1880, der Vergnügungsverein, bitte auf die Namen zu achten, Glaube, Liebe, Hoffnung 1882, Lotterie- und Vergnügungsverein Norden 1902, Spar- und Geselligkeitsverein, immer treu, und so weiter und so weiter. Der zweite Verband heißt Freier Bund. Er wurde 1926 gegründet und zu ihm gehören die Vereine Männergesangverein Heimatklänge, Sparverein Alt-Rixdorf, Verein Lustige Brüder, Lotterie- und Geselligkeitsverein Alte Freunde und so weiter. Dem dritten Verband gehören unter anderem die Vereine an Hand in Hand, von dem bei dem Überfall in der Kurichstraße die Rede war, Moabit, Bruderhand, Alt-Berlin, Treue Freunde und so weiter. Dann gibt es eine ganze Anzahl Vereine, welche einem der genannten Verbände nicht angehören. Die bekanntesten dieser Vereine sind Sportclub Deutsche Kraft, früher Roland 1895, Geselligkeitsverein Fidelio, Skatclub Herz 8 und so weiter. Wenn Geschäftsleute durch das Auftreten von Vereinsmitgliedern ein und desselben Vereins belästigt und bedrängt werden sollten, dann empfiehlt es sich, die Hilfe der zuständigen Polizeistelle oder die für derartige Ausschreitungen bestehende Zentralstelle E5 sofort in Anspruch zu nehmen und weitere Bedrohungen erneut mitzuteilen. Ganz verkehrt ist es, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Etwa aus Angst, die Anzeige nicht zu erstatten oder die schon erstattete Anzeige zurückzunehmen, wie das vorgekommen ist, und dadurch eine Bestrafung der Täter zu verhindern. Ich stimme durchaus zu, wenn die Zeitungen von einem Unterweltskandal sprechen und verlangen, dass die Polizei Ringvereinsterror nicht mehr dulden dürfe. Nicht richtig ist es aber, dass die Polizei an sich gegen die Vereine und ihre Mitglieder nichts unternehmen könnte. Notwendig ist jedoch, wie schon betont, die Mitarbeit des Publikums und insbesondere derjenigen, die sich bedroht fühlen. Wenn aber die Terrorisierten keine Anzeige erstatten oder aus Angst eine erstattete Anzeige gar zurücknehmen, dann muss die Polizei allerdings zusehen, auch wenn sie das Vielfache an Kräften, die heute zur Verfügung hätte. Und ihre Recherchen müssen tatsächlich ein negatives Ergebnis haben. Deshalb noch einmal, Mitwirken des Publikums ist unbedingt erforderlich. Wie überall so auch hier, sowohl hinsichtlich der Anzeigerstattung, als auch beim Festbleiben im Zeugnis des tatsächlich Gesehenen und Beobachteten. Irreführend,
ja, genau genommen, eigentlich wenig verantwortungsbewusst ist die Behauptung einer Zeitung, dass 18 Kriminalisten gegen 30 Ringvereine ständen und die Polizei aktiver werden müsste. Der ganze Satz ist Wort für Wort und Zahl für Zahl falsch. Ich will nur noch auf die angeblich nur 18 Kriminalisten eingehen, die den Ringvereinen, deren Zahl sich ja, wie schon bemerkt, auf etwa 50 beläuft, nur angeblich gegenüberständen. Die Behauptung ist insofern irreführend, als nicht nur die Kriminalbeamten der Inspektion E5 unter dem sehr tüchtigen, auch heute noch sehr agilen und aktiven Kriminalkommissar Gundlach für Vergehen und Verbrechen, sondern die gesamte Berliner Kriminalpolizei, je nachdem, um welche strafbare Handlung es sich in jedem Einzelfall handelt, zur Verbrechensbekämpfung auch der Ringvereine und ihrer Mitglieder zur Verfügung und jederzeit bereitsteht. Nach unserer Niederlage ist für uns das Elementarrecht der Selbstverteidigung einseitig so eingeschränkt worden, dass viele geglaubt haben, das deutsche Volk würde es als zwecklos erachten, für dieses unser Recht überhaupt noch Opfer zu bringen. Durch diese Feier zeigt das deutsche Volk in aller Offenheit der Welt, dass es auch unter den ihm auferlegten Beschränkungen und auch in allergrößter wirtschaftlicher Not die Kraft findet, den Frieden zu sichern und seine Ehre zu wahren. Was unsere stolze Flotte einst bedeutet hat, als ein reiches, freies Volk, die sich geschaffen, ist unvergessen. Auch das liegt im Interesse Europas. Meine Damen und Herren, es ist jetzt ein Moment eingetreten, für der nicht vorgesehen war. Das Schiff läuft vorzeitig vom Stapel. Es ist Deutschland getauft. Sinnbild und Körper. Es taucht mit dem Achterstäben tief ein, schwimmt jetzt auf und liegt nun brausend mit seiner ganzen Größe auf dem mittleren Hafenbecken, umschwärmt von Schleppdampfern, die auf das Schiff fahren, um es wieder an die Werft heranzuholen. Es ist hier der wohl einzig dastehende Fall passiert, wahrscheinlich durch verkehrt verstandene Anweisungen, dass das Schiff vorzeitig herunterlief, bevor der Herr Reichspräsident den Taufakt vollzogen hatte. Nun gleite hin in dein Element und zieh hinaus auf das weite Meer. Tue dort deine Pflicht und Schuldigkeit, sei es um Zeugnis abzulegen von deutscher Arbeit und deutschem Können, sei es zum Schutze des geliebten Vaterlandes. Halte deine Flagge stets rein und hoch in Ehren. Dann wirst du deines Namens immer würdig sein, den ich dir nun gebe. Du heißt Deutschland! Das deutsche Volk und die deutsche Regierung haben mit herzlicher Dankbarkeit die Vorschläge des Präsidenten Hoover angenommen. Eine neue Hoffnung für Europa und Deutschland sehen wir aus diesem Vorschlage erwachsen. Er bringt Deutschland eine Hilfe in einem entscheidenden Augenblick seiner Geschichte, in dem Schwierigkeiten bis zum äußersten Sieg aufgetürmt haben. Der erste wirksame Anfang für eine bessere Zukunft ist erfolgt.
Aber warnen muss die Reichsregierung vor dem Glauben, als ob durch diesen Vorschlag des amerikanischen Präsidenten, wenn er von allen in Frage kommenden Nationen angenommen wird, wir über die Gesamtheit der uns bedrängenden Nöte hinweg seien. Wenn die Reichsregierung auch in den wiederholten, harten Maßnahmen der Notverordnungen vom Dezember und der letzten Notverordnung versucht hat, die hereinbrechenden Gefahren zu meistern und gezwungen war, dem deutschen Volke ein Äußerstes an Lasten und Einschränkungen zuzumuten, um über die kommenden Monate und vor allem über den nächsten Winter hinwegzukommen, so war sie sich dessen bewusst, dass das Jahr 1932 aller Voraussicht nach den Höhepunkt der finanziellen Schwierigkeiten erst bringen wird. Für Preußens Befreiung hat der Stalin zum preußischen Volksbegehren aufgerufen. In breiter Front haben nationale Bünde und Parteien sich im Kampfe für die nationale Freiheitsbewegung zusammengeschlossen und treten werbend und unterstützend mit ein für den Antrag. Der Preußische Landtag ist aufzulösen. Zur Rettung Preußens und zur Erhaltung des Reiches ist der Kampf gegen das verderbliche System des Marxismus durch das Volksbegehren aufgenommen. Es ist ein Kampf um Befreiung. Befreiung des preußischen Geistes von dem Druck und den Fesseln des Marxismus. Befreiung des Volkes von der drohenden und immer größer werdenden Verelendung, die aus einem falschen System heraus das bodenständige Heimatlos, den ehrlichen Arbeitswillen brotlos macht. Und die gesunden Kräfte des Volkes, mit denen einst der preußische Staat gegründet werden konnte, vergoldet oder vernichtet. Wir denken nicht an Putsch, wir denken nicht an Bürgerkrieg, aber wir denken daran, dass es in der Verfassung heißt, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das Volk hat am 14. September 1930 zur Reichstagswahl gesprochen. Der preußische Landtag entspricht nicht mehr dem Willen des Volkes. Er ist in seiner Zusammensetzung überholt und das preußische Volk will deshalb den Landtag auflösen und so schnell wie möglich neu wählen, damit der verderblichen Misswirtschaft des Marxismus ein Ende gemacht wird. Vor 60 Jahren wurde von Preußen aus mit Hilfe aller deutschen Stämme das Deutsche Reich geschaffen. Preußen war damals Stütze und Eckpfeiler des Reiches. Preußen war unser Volk. Das soll es wieder werden. Wer Preußen hat, hat Deutschland. Mit dem preußischen Volksbegehren setzen wir uns ein für die innere und äußere Freiheit Deutschlands, für eine deutsche und christliche Lebensauffassung und Lebenserfüllung. Wir brauchen jede Stimme in Dorf und Stadt, jeden Mann und jede Frau. Und wir rufen auf, sich ausnahmslos einzusetzen für das Volksbegehren zur Auflösung des preußischen Landtages, zu werben und sich in die Listen einzutragen. Keine Stimme darf fehlen. Wir brauchen jede Stimme, damit wir durch das Volksbegehren und durch den Volksentscheid den wahren Freiheitswillen des preußischen Volkes beweisen können. Der preußische Landtag ist aufzulösen. Und meine Damen und Herren, die Reichsregierung hat durch ihre Politik nichts dagegen getan, dass Deutschland nach wie vor ein Spielball fremder Weltmachtgelüste ist. Die Politik Frankreichs als der europäischen Großmacht auf militärischem, politischem und finanziellen Gebiet ist nach wie vor die furchtbarste Gefahr, nicht allein für unser wehrloses Vaterland, sondern auch der ständig bedrohliche, anwachsende Unruheherd für die übrigen Nationen des Kontinents. Wir sind nichtsdestoweniger zu jeder Verständigung auch mit Frankreich bereit. Wenn diese Verständigung die Gewähr bietet, dass den oben gekennzeichneten Lebensnotwendigkeiten für unser Volk dabei Rechnung getragen werden kann.
ungeschickte Behandlung wichtiger außenpolitischer Probleme mit nachfolgender entwürdigender Unterwerfung unter das Diktat des französischen Imperialismus hat nicht nur Deutschlands Ansehen im Rate der Völker schwer geschädigt und seine Interessen verletzt, sondern durch das böse Beispiel, das dadurch gegeben wurde, die Hegemoniebestrebungen unseres westlichen Nachbarn weiter angestachelt und damit den Frieden Europas gefährdet. Wir sehen die vordringlichste Aufgabe der deutschen Außenpolitik darin, durch ein planmäßig gefördertes Bündnissystem mit den Völkern, die unter dem auf der Kriegsschuldlüge beruhenden sogenannten Versailler Friedensvertrag ebenfalls leiden, die unerlässliche Voraussetzung für die Wiederherstellung der Stellung des deutschen Volkes in der Welt zu schaffen. Wir machen es der Regierung Brüning ausdrücklich zum Vorwurf, dass sie, ebenso wie alle ihre Vorgängerinnen, im Kampf gegen die Kriegsschuldlüge täglich versagt hat. Wir können daher der Reichsregierung Brüning auch auf außenpolitischem Gebiet nicht das mindeste Vertrauen entgegenbringen. Wir sehen vor allem in der Zusammenlegung des Reichswehr- und Innenministeriums eine verhängnisvolle Belastung der Reichswehr mit innerpolitischen Auseinandersetzungen. Nach unserer Auffassung darf unsere kleine Armee lediglich für wehrpolitische Aufgaben in Anspruch genommen werden. So beseitigt das zweite Brüning-Kabinett weder personell noch in seiner Zielsetzung die Gründe, die zum Rücktritt des ersten geführt haben. Wir sprechen ihm deshalb unser Misstrauen aus und erwarten dazu die Zustimmung aller volksbewussten Mitglieder des Hohen Hauses. Unabhängig von der Entscheidung, die in diesem, dem Willen des Volkes, längst nicht mehr entsprechenden Reichstag fallen wird, proklamieren wir Nationalsozialisten unseren unbeugsamen Entschluss, trotz der erneut und verschärft angekündigten amtlichen Terrormaßnahmen nicht zu ruhen und zu rasten, bis wir im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft unseres Rechtes die Führung der Nation zum Wohl seiner werktätigen Schichten in Händen halten. Allen Völkern sollte inzwischen lebendig vor Augen geführt sein, dass das Schicksal jedes Staates mehr denn je in der Vergangenheit mit dem Schicksal seiner Nachbarn verflochten ist. Kein Staat kann auf die Dauer einen wirklichen Vorteil aus der Not der anderen Länder erwarten. Die verderblichen Folgen politischer Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung haben die gesamte Welt ohne Ausnahme in heute noch unabsehbare Bedrängnis geführt. Die weitschauende Initiative des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hat leider nur eine vorübergehende Erleichterung geschaffen. So groß auch ihre Bedeutung war und so dankbar sie vom deutschen Volke empfunden wurde. Schon die Ungewissheit in den Fragen der politischen Zahlungen übt fortgesetzt eine lähmende Wirkung auf den internationalen Wirtschafts- und Finanzverkehr aus. Unmittelbare und offene Aussprache, wie sie in Checkers, Paris, London, Rom und hier in Berlin geflogen wurden und weiterhin zu führen sind, sollen den Weg zur tatsächlichen Solidarität der Nationen ebnen. Denn es muss die Möglichkeit gefunden werden, klare und ehrliche Stimmungen zwischen den Völkern der Welt zu schaffen. Deutschland fordert bei aller verständnisvollen Rücksichtnahme auf die Lebensnotwendigkeiten der Nachbarn die Verwirklichung des Grundsatzes der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung unter den Völkern. Die Reichsregierung nimmt es für sich als einen Erfolg in Anspruch, dass sie rechtzeitig und als Erste im Kreise der großen Nationen mit entscheidenden Sparmaßnahmen in den öffentlichen Haushalten und mit möglichster Senkung der Erzeugungskosten begonnen hat.
Mit ihm gemeinsam wird in kurzer Frist ein Wirtschaftsprogramm für die nächsten Monate ausgearbeitet. Dieses Programm hat als erste Voraussetzung die Aufrechterhaltung der Stabilität unserer Währung, an der unter keinen Umständen gerüttelt werden kann. Von entscheidender Wichtigkeit ist die Durchführung eines ausgearbeiteten Planes zur Tilgung der kurzfristigen Schulden und ebenso eine endgültige Klärung der Reparationsfrage. 29 haben wir noch 7,2 Millionen Tonnen agrarische Produkte importiert. 30, 5,7 und nach den Ergebnissen der ersten Monate dieses Jahres in diesem Jahre schätzungsweise nur noch 3,2 Milliarden Tonnen. Wir sind also unter die Hälfte des Jahres 1929 gekommen. Und dass alles nicht so falsch ist, beweist ja auch die Tatsache, dass selbst in dem Augenblick der schwersten Krise es nicht so ist, dass die Arbeitslosigkeit in den vergangenen 4 Wochen in einem Umfang gestiegen ist, wie wir ihn ursprünglich nach der Lage der ganzen Weltsituation uns selbst berechnet hatten. Und deswegen, so sehr wie ich wünschte, dass hier in Deutschland eine Möglichkeit wäre, dass ich einmal nur für wenige Monate die noch bis zu einer notwendigen internationalen Lösung, die allein die Beruhigung in der Welt und die Grundlage für den Wiederaufstieg bringen kann, einmal die Parteien zusammenfinden möchte, so muss ich sagen, dass wenn das nicht möglich ist, diese Reichsregierung entschlossen ist, hier vor dem Reichstag ihre Politik zu verteidigen, und, meine Damen und Herren, zu verteidigen, nicht mehr, wie sie sie in den Wintermonaten verteidigen musste, nicht ohne sagen zu können, dass sie bislang keine sichtbaren Erfolge in der Außenpolitik und auf manchen anderen Gebieten hatte, sondern heute kann sie sagen, dass der Weg frei ist und dass auch der kommende schwere Winter unter allen Umständen überstanden werden kann. Und im Übrigen, wenn man glaubt, einfach so in dieser schwierigsten außenpolitischen Zeit Wechsel in den Regierungen vornehmen zu können, dann muss ich etwas sagen, was ich aus eigenster Erfahrung, bitterer Erfahrung habe kennengelernt. Jedes neue Kabinett mit einer anderen Etikette oder Firma hat zunächst für einige Zeit mit stärkstem Misstrauen im Auslande zu kämpfen. Und dieses Mal können wir keine Zeit verlieren. Wir können alle das, Herr Kollege Dingeldey, in den Zeiten, wo Sie mir vielleicht vorwerfen, zögernd gewesen zu sein, zusammengearbeitete und erreichte in einer doch sehr starken Veränderung der ganzen außenpolitischen Situation nicht aufgeben, um in diesen entscheidenden Monaten von Grund aus wieder neu anzufangen. Und nehmen wir einmal den theoretischen Fall einer Rechtsregierung. Meine Damen und Herren, wenn die den Weg, der zur Freiheit und Rettung führen muss, gehen will, dann wird sie den Weg fortsetzen müssen, den wir gegangen sind. Aber ich fürchte, meine Damen und Herren, die wird Erklärungen gegenüber dem Ausland erst abgeben müssen, die diese Regierung nicht abzugeben braucht. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich. Meine Herren, damit ich nicht missverstanden habe, ich habe kein Wort von einer Kapitulationserklärung einer solchen Rechtsregierung gesprochen.
Ich glaube, dass es keine Partei in diesem Hohen Hause gibt, denen es jemals in Gedanken kommen würde, eine solche Kapitulationserklärung abzugeben. Wenn man erklärt, dass man auf legalen Wege zur Macht gekommen, die legalen Schranken durchbrechen werde, so ist das keine Legalität. Und sie ist es noch weniger, wenn zu gleicher Zeit in engeren Kreisen Rachepläne verfasst und vorgetragen werden. Dagegen wende ich mich als verantwortlicher Staatsmann auf der Schärfe. Und nun komme ich zum letzten Kapitel, zu der Frage der Sicherung des inneren Friedens. Das ist vielleicht die entscheidende Grundlage für alles unser Tun und für unsere Zukunft. Die Ruhe und die Ordnung im Innern des Deutschen Reiches ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft sich an die jetzt veränderten Verhältnisse gewöhnen kann, dass sie von der Linie, die jetzt gegeben ist, ausgehend sich wieder aufbauen kann. Wenn der Bürger ständig in der Gefahr ist und in der Sorge, dass diese Ruhe und Ordnung nicht aufrechterhalten werden kann, und wenn er in dieser Meinung bestärkt wird durch blutrünstige Reden, die ihm das Gefühl der Sicherheit nehmen, dann ist die Möglichkeit eines Aufbaus nicht gegeben. Und so ist schon von nach innen gesehen die Aufrechterhaltung einer strammen Staatsordnung und die Durchsetzung der Staatsautorität gegen widerstrebende und böswillige Elemente die Voraussetzung dafür, dass wir in Ordnung kommen. Die Behauptung aber eines geordneten Staatswesens und die Staatsordnung im Innern ist die Voraussetzung dafür, dass wir in dem schweren Ringen, das wir zurzeit führen, um die Regelung unserer Probleme, die wir mit dem Ausland haben, um die Regelung der Milliarden kurzfristiger Schulden, die in irgendeiner Form abgedeckt werden müssen, und um die Regelung der Reparationen, dass wir in diesem ungeheuren Ringen bestehen. Und man muss dem deutschen Volk immer wieder sagen, dass ein im Inneren zerrissenes Volk, das in Parteikämpfen sich auflöst und seine Kräfte verpulvert, allemal in der Weltgeschichte nach außen schwach gewesen ist und es sich nicht behaupten konnte. Ein solches Volk ist nicht das Subjekt einer Politik, sondern ist nur das Objekt und schlimmstenfalls die Beute seiner Gegner. Meine Damen und Herren, die Dinge liegen an sich sehr einfach. Der oberste Grundsatz für die Finanzpolitik jeden Staates und ganz besonders naturgemäß für die Finanzpolitik eines Staates, der sich in einer solchen Notlage befindet, wie der preußische Staat, ist der, dass nicht mehr Geld ausgegeben werden kann, als eingenommen wird. Das heißt, anders ausgedrückt, die preußische Staatsregierung ist aus dieser Erkenntnis heraus entschlossen, unter allen Umständen einen ausgeglichenen Etat dem Parlament vorzulegen. Auch das, was diese Grundeinstellung, einen ausgeglichenen Etat vorzulegen, bedeutet, ist ohne weiteres jedem verständlich darzulegen. Der Etat-Entwurf, den ich bei meinem Amtsantritt vorgefunden habe, schloss ab mit einem Defizit von 394 Millionen. Hinzu kommt ein neues Defizit von weiteren 45 Millionen, das daraus folgt, dass infolge der allgemeinen Lohnsenkung aufgrund der letzten Notverordnung der Reichsregierung die Lohnsteuer einen geringeren Ertrag abwirft. Die Aufgabe, einen ausgeglichenen Etat vorzulegen, also den Grundsatz, nicht mehr auszugeben, als man einnimmt, zu verwirklichen, bedeutet also, dass diese 439 Millionen bewältigt werden. Zunächst tritt für die Staatsfinanzen durch die in der letzten Notverordnung der Reichsregierung herbeigeführte Senkung der Beamtengehälter eine Ersparnis von 100 Millionen ein. Hinzu kommt eine Mehreinnahme infolge der Erhöhung der Umsatzsteuer um 72 Millionen. Und schließlich ist beabsichtigt bei den sogenannten Sachausgaben, das ist alles das im Etat, was nicht die Gehälter, Löhne und Gehälter unserer unmittelbaren Beamten und Angestellten sind, eine weitere Ersparnis von 120 Millionen erzielt werden soll. Hinter der deutschen Reederei liegt das schwerste Jahr seit Menschengedenken. Durch die Weltkrise ist die Schifffahrt aller Länder stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Zuspitzung der allgemeinen Wirtschaftslage und die Einwanderungsbeschränkungen zahlreicher Staaten
ließen den überseeischen Personenverkehr stark zurückgehen. Der übersteigerte Protektionismus in der Weltwirtschaft hemmte den überseeischen Güteraustausch aufs Schwerste und die Währungsschwierigkeiten verschiedener Länder, insbesondere die Entwertung der bisherigen Standardwährung der Schifffahrt des englischen Pfundes, verschärften die Lage. In all diesen Schwierigkeiten konnte sich die deutsche Schifffahrt bisher, wenn auch unter Betriebseinschränkungen, behaupten. Zuweilen aber scheint es, als ob die Entwicklung der Wettbewerbsverhältnisse in der Weltschifffahrt einem Punkte nahe gerückt ist, wo auch derjenige sich nicht mehr durchsetzen kann, der vorzügliche Schiffe beredert und über die geeignetsten Dienste verfügt. Die deutsche Schifffahrt muss, wenn sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen ihre Position erfolgreich verteidigen soll, nicht nur von der Sympathie des deutschen Volkes getragen werden, sie bedarf auch der tätigen Unterstützung von Handel, Industrie und allen deutschen Volkskreisen. Dieser Wunsch kann umso mehr ausgesprochen werden, als die deutsche Handelsflotte hinsichtlich ihres Schiffsmaterials, ihres Personals und ihrer Organisation den höchsten Ansprüchen gewachsen ist. Wir deutschen Reeder haben bislang Subventionen stets abgelehnt, weil sie das freie Spiel der Kräfte und die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage zum Schaden unseres Gewerbes ausschalten. Dieser traditions- und überzeugungsmäßige Standpunkt lässt sich aber nur aufrechterhalten, wenn in der Welt nicht die Freizügigkeit der Menschen, der Güter und des Kapitals künstlich gehemmt und die Wettbewerbslage der Schifffahrt der einzelnen Flaggen durch staatliche Eingriffe verschoben wird. Mein Wunsch für das neue Jahr geht dahin, dass die Freiheit der Wirtschaft wieder zum allgemeinen Leitmotiv werden möge und dass im Rahmen einer solchen Freiheit die Handelsschifffahrt der seefahrenden Länder sich zu vernünftiger Kooperation ihrer Interessen unter gleichen Bedingungen zusammenfindet. Beides ist Voraussetzung für das Gedeihen der Schifffahrt in der Welt. Wenn wir diesen ersten Tag eines neuen Jahres altem Brauche folgend mit Wünschen beladen, so ist das vielleicht auch darum gut, weil allem Wünschen ein Besinnen vorausgehen muss und weil wir mit diesem Besinnen unseren Blick lenken auf das Woher und Wohin unseres Weges. Es liegt nahe, den heutigen Tag zu vergleichen mit den Neujahrstagen, die wir im Kriege erlebt haben. Damals standen Millionen deutscher Volksgenossen an den Fronten des Weltkrieges, um die Heimat zu schützen, in der immer stärker Not und Elend ihre Opfer forderten. Aber wie es damals nur möglich war, deutsches Land frei zu halten von den Verheerungen des Krieges, indem alle Einzelwünsche zurückgestellt wurden vor dem einen großen Wunsch, dass Deutschland leben möge, so ist es auch heute nur möglich, die Not, die uns die Luft abzuschnüren droht, zu überwinden, durch die Erkenntnis, dass jedes Einzelschicksal bestimmt wird durch das Schicksal unseres Volkes. Wer das aber erkennt, der sollte allen Wünschen kein höheres und kein ersehnteres Ziel setzen, als die Kraft seines Volkes zu stärken. Wie der Wille zum Leben dem Einzelnen hilft, Schwäche und Krankheit zu meistern, so kann der Glaube der Millionen an das Lebensrecht und die Lebenskraft ihres Volkes einzig und allein die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich unser Volk durchsetzt gegen die dunklen Gewalten des Unglücks und uns wieder den Frieden und das Glück einer Heimat schafft, in der nicht Millionen von Volksgenossen durch die Zermürbung der Arbeitslosigkeit zu Verzweifelnden werden. Arbeit, das ist der Schrei, der in unseren Tagen am lautesten aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern der Welt herausklingt, in einem bedrohlichen Klang, den auch die gegenwärtigen Machthaber der Erde
nicht überhören dürfen. Wenn Weltgeschichte Weltgericht ist, dann mögen die Richter, die einmal über die Spanne Zeit urteilen, die wir in der Geschichte unseres Volkes miterlebt haben, unserem Deutschland nicht nur bestätigen, dass es als kämpfendes Volk in den Jahren des Krieges die größte Leistung vollbracht hat, die je einem Volke zugemutet worden ist, sondern dass es auch in diesen friedlosen Nachkriegsjahren zuletzt doch die Kraft gefunden hat, aus Bruderzwist und Zerrissenheit herauszuwachsen und sich zum Besten seines Wesens zu finden und zu bekennen. Diesem Deutschland, das alle, die ihm angehören, mit gleicher Liebe umfassen muss, indem es sich verantwortlich fühlt für die Not jedes einzelnen seiner Volksgenossen. Diesem Deutschland, das Opfer fordern muss, um noch größere Opfer zu vermeiden. Diesem Deutschland, dem in seiner dunkelsten Zeit ehrlich zu dienen, jedes deutschen Mannes höchste Pflicht bleiben muss. Ihm gelten heute unsere tiefsten Wünsche. In diese Wünsche münden auch alle diejenigen ein, die jetzt zu Ihnen von Männern gesprochen werden, von denen jeder in seinem Lebensbezirk an einer Führerstelle steht. Hören Sie sie an mit der Gewissheit, dass Sie nur dann Aussicht auf Erfüllung haben, wenn die Voraussetzung dafür durch uns selbst geschaffen wird, indem wir die Liebe und die Treue zu unserem Volk und das Wohl der Gesamtheit über alle Einzelwünsche stellen. Unwillkürlich denke ich zurück an Tannenberg. Unsere Lage war damals gleichfalls schwierig. Sehr gewagte Entschlüsse mussten gefasst und hohe Anforderungen an die Truppe gestellt werden, um des Erfolges nach Möglichkeit gewiss zu sein. Da mag mancher innerlich Bedenken gehegt haben, aber das Band gegenseitigen Vertrauens, treuer Kameradschaft, inniger Vaterlandsliebe und der Glaube an uns selbst hielten uns fest zusammen, sodass die Entscheidung nach mehrtägigem heißem Ringen zu unserer Gunst ausfiel. Auch heute rufe ich abermals in ernster Zeit und zwar ganz Deutschland auf zu gleicher treuer, schicksalsverbundener Einigkeit. Lassen Sie uns Hand in Hand unverzagt der Zukunft mit Ihren sorgenschweren Entscheidungen entgegengehen. Gott hat Deutschland schon oft aus tiefer Not errettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Und nun wünsche ich dem deutschen Volke in seiner Gesamtheit und jedem einzelnen Deutschen aus vollem, treuem Herzen ein gesegnetes neues Jahr.